Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Wir sollen ein bisschen malen. Mit unserem Freund Marcus. Finde ein Motiv zum Malen. Statue malen, Tisch malen. Wir malen den Tisch. Gut, dass wir es nicht selber malen können, weil ich bin absolut künstlerisch unbegabt. Und das sieht doch noch richtig gut aus. Ja. Der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserung deiner eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentriere dich auf das, was du jetzt fühlst und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Hey, Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wohl auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt, warum. Ja, ich weiß, warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Jetzt ernsthaft.
Sorry. So. Nur der Postbote. Rein in die gute Bar. Wir dürfen eigentlich gar nicht rein. So. Die sich nicht erkannt. Den können wir mal kurz scannen. Der ist aber wahrscheinlich negativ. Jimmy Patterson. Negativ, Edward. Gut, dann scannen wir den Kollegen mal. Komm ich nicht dazu. Jetzt. Auch ein Negativ, Johann Kim. Habe ich die zweite gescannt da hinten? Auch negativ, Dennis Ward. Chris Roberts. Auch ein negativer Dings. Was ist mit dir? Auch negativ. Ach man. Den kriege ich nicht gescannt, den habe ich schon gescannt. Ach, du bist negativ, okay. Hey, verschwinde hier. Kann ich überprüfen? Gut. Nee, eigentlich wollte ich jetzt nicht wieder zurück in die. Was ist mit dem hier? Treffer versenkt. Der ist es. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar. Was ist gut vor dem Kumpel? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein CyberLife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastikarschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Bitte, hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Verzeihung, Lieutenant, ich muss darauf bestehen. Meine Anweisungen verlangen, dass ich sie begleite. Weißt du, wo du dir die Anweisungen hinstecken kannst? Ich will es gar nicht wissen. Wohin? Bitte sehr, mein Freund. Oh mein Gott. Mein Freund, guck mal. Ich glaube, wir können gehen. Du kleiner Wichser. Kein Schimmer, warum ich dir keine knalle. Ihr Pflichtgefühl, Lieutenant. Und die Reparaturkosten, die Sie tragen müssten. Zu Ihrer Information, ich koste ein kleines Vermögen. Wunder der Technik. Sie programmieren sogar Arschlöcher heutzutage. Ja. Ich muss los. Die Pflicht ruft. Aber den wieder umgestimmt bekommen, mal gucken. Oh, das haben wir ja bei Alice auch geschafft irgendwann. Die war ja auch eher. Bisschen negativ eingestellt. Aber dabei haben wir so. Toriert. Was zur Hölle? Moment, ist das nicht das Haus von Todd? Oder die Gegend? Oh, nicht, dass Kevin irgendwas gemacht hat. Du wartest hier. Dauert nicht lang. Ganz wie Sie wollen, Lieutenant. Sein
Scheiß, kannst du nicht will. So. Wir wollen ihm natürlich jetzt gerade nicht. Sie sollen ihn verlassen. Joss Douglas für Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Androiden haben hier keinen Zutritt. Okay. Der gehört zu mir. Welchen Teil von Bleib im Auto hast du nicht verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden, Noch nicht. Sehr witzig, sag mir einfach, was ist passiert? Gegen 8 hat der Vermieter angerufen. Sein Mieter war mit den Zahlungen im Rückstand. Er dachte, er sieht mal nach, was los ist. Und da fand er die Leiche. Kann ich mal mit? Boah. Oh, Himmel, dieser Gestank. Wegen der Liebe. War noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Okay. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens... Synchronisierung läuft, getrocknetes Blut, DNA-Analyse. Der 19 Tage, okay, der ist schon fast 3 Wochen hier drin gelegen. Hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Analysieren wir. Vermutlich die Mordwaffe. Keine Fingerabdrücke, Androiden beteiligt. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Ich brauche mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. So, wir haben noch 8 Beweisstücke, die wir prüfen müssen. Was machen wir dann noch? Moment, ich muss hier hin. Red Eyes. Drogen. Hält ja eine Überraschung. So, was war das jetzt? Die 1 oder was war das für eine Nummer? Das war die 3. Okay, wir müssen also noch ein bisschen gucken uns das Ganze an. Also müssten wir tatsächlich. Die Buchstaben sind perfekt. Viel zu sauber, kein Mensch kann so schreiben. Und? Chris, ist das da das Blut des Opfers? Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben 4 für die Analyse. Nein, aber nicht. Schade. Ah, hier sind noch mehr durch. Red Eyes. Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. So, Fingerabdrücke, Beinschung, Datenbank. Okay, das ist klar, dass der jetzt Zeichen eines Kampfes, also hat er sich gegen seinen mehr oder weniger Androiden zur Wehr gesetzt. Nummer 9, der Baseballschläger. Grundsätzliche Aufwahl von Spuren von Tyrium. Und das sind wahrscheinlich die Abdrücke. Ja. Dann rekonstruieren wir das ganze Ding mal. Abweichler nahm ein Messer. Welche wurde angegriffen? Emotionaler Schock. Okay. Die Szene haben wir schon mal rekonstruiert wieder. Wir haben Nummer 6 abgeschlossen. Es fehlen aber 4 Dinger noch.
lesen. Ich glaube, das ist aber kein Beweisstück, oder? Nein, ist es nicht, okay. Das ist klar, das ist der Baseballschläger. Hier ist es. Könnte man das. Hä, krieg ich das nicht untersucht? Rechtsmediziner. Er sollte vor einer halben Stunde hier sein. Der ist unterwegs. Er kommt bestimmt gleich. Das ist das Buch. Ich dachte, wir könnten jetzt hinten das Messer durchsuchen. Da hinten ist ja noch ein. Badezimmer? Was? Ja, es fehlen noch vier Beweise, ne? Untersuche den Tatort. Wir müssen also nochmal weitermachen. Wir untersuchen die. Ja, sehr lecker. So. Die Fingernägel haben wir aktualisiert. Also der Fingerabdruck. Dann haben wir hier. Stich ins Herz. Klar. 28 Messerstiche. Kilo wiegt der Typ. Wetteis, gut, okay. Kamen aus der Küche. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Nummer 7. Vielleicht noch 3. Normale Buchstaben, Schriftart Cyberlife Sans, also als Android geschrieben. So meine Vermutung. Da liegt die Tatwaffe, ne? Ach, die haben wir schon. Jetzt fehlen noch 3. Hier noch was? Zwanghaftes Schreiben. Eine Statue. Religiöse Opfergabe.
zwar Gegenstand Nummer 8. So, ist hier noch irgendwas Interessantes so? Ja, nicht, ne? Das war Nummer 9. Ah, dann müssen wir das so durchsuchen. Wahrscheinlich. War Nummer 10. Damit ist der Tatort abgearbeitet. Okay, dann waren das nicht die Zahlen auf dem Boden, sondern einfach nur. Na, warte mal. Ein bisschen wieder zurück in den. Geh mal weg. Ja, die Steuerung ist ein bisschen merkwürdig, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wo ist denn der? Da ist der Anderson. Okay. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann. In der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Der Android warf den Stuhl. Nein, das würde ich nicht sagen. Die Beweise sagen etwas anderes. Shit. Der Android stach auf das Opfer ein. So war's ja. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja? Und was geschah dann? Das Opfer floh dann. Ins Wohnzimmer? Ins Wohnzimmer. Und er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Das ist klar. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Tyrium. Er verlor was? Tyrium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Finde den Abweicher. Suche nach blauen Blutspuren.
ist ja nicht weg. Wir müssen ja eh nur raus. Wir müssen wieder raus, ne? Wahrscheinlich. Oder meint ihr, der ist noch im Haus? Der ist noch im Haus. Hab ihn. Oder auch nicht. Leiter wurde benutzt. Spuren führen auf den Dachboden. Wenn er etwas zu klettern und das machen wir dann im nächsten Part bei Let's Play Detroit Become Human.